Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal aus Mailand. Wir werden uns heute durch Mailand essen. Angefangen bei einem geilen Frühstück, über verschiedene kleinere Snacks bis hin zum Abendbrot. Werden wir euch mitnehmen und gucken, was diese Stadt hier kulinarisch zu bieten hat. Also, ich würde sagen, wir legen direkt los. Lass uns was Geiles essen. So, wir haben jetzt hier ein wundervolles italienisches Frühstück, auch sehr typisch natürlich, uns rausgesucht hier in den Straßen der Nähe des Mailänder Hauptbahnhofs Milano Centrale. Und es ist jetzt hier ein sogenanntes Cornetto mit Pistazie. Also das ist eine Art Croissant. Ich weiß nicht, ob es genau ein Croissant ist und bloß anders heißt, aber es sieht zumindest optisch erstmal so aus. Der Unterschied ist aber, es ist gefüllt und hier eben mit so einer Pistaziencreme. Man kann aber da auch andere Sachen natürlich nehmen. Zum Beispiel gibt es hier noch Creme oder Schokolade und man nimmt es mit Aprikose. Das ist natürlich auch Aprikose auch sehr typisch hier. Und dazu ganz einfach ein Cappuccino. Und Pascal hat hier sich aber am Getränk zumindest was ganz Spezielles rausgesucht. Genau, ich habe jetzt hier einen Nutella-Kaffee, der quasi eingestrichen wird mit Nutella. Dann gibt es hier noch so einen Rand aus Krokant. Und innen drinnen dann halt hier so der Kaffee, der hier nochmal mit so einer schönen Kakaohaube verziert ist. Dazu natürlich auch noch das Cornetto mit Pistachio und hier nochmal so eine typische Sache. Und zwar ist das hier ein Focaccia Ricchia. Das ist quasi so ein bisschen, ja, auch noch so ein Gebäck, so ein bisschen wie so ein Croissant vom Teig her aufgeblaut, also so ein bisschen Blätterteigmäßig. Und hier drin ist so eine, ja, so eine Füllung aus Frischkäse bzw. so Ricotta soll es sein. Mal gucken, ich bin gespannt. Aber du mäumst jetzt erstmal in deinen Croissant rein. So, ich zeige jetzt hier mal, wo die Füllung schon hier zu sehen ist und da weiß ich jetzt natürlich auch direkt rein und schau mal, wie das Ganze hier schmeckt. Also das Croissant ist schon mal sehr, sehr geil. Ich meine, ihr könnt sehen, hier wurde auf jeden Fall nicht gespart mit der Füllung. Das finde ich schon mal sehr sympathisch. Aber auf jeden Fall, das Gebäck an sich ist schon mal super genial. Du hast außen eine richtig schöne angebackene, knusprige Schicht. Und dann beißt du einmal durch und es wird super weich innen drin. Innen drin ist das Gebäck super weich. Und nachdem du durch das Weiche durchkommst, kommst du dann zu dieser süßlichen Pistaziencreme. Ich muss sagen, nach Pistazie schmeckt es leider nicht unbedingt. Schmeckt halt eher so, ja, einfach nur so nach einer süßlichen, netten Creme. Aber Pistazie finde ich jetzt zumindest also nicht. Pascal kann ja vielleicht das Ganze wieder anders beurteilen. Das weiß man ja nie. Geschmäcker sind ja nun mal verschieden. Richtig. Aber an sich ist das wirklich großartig. Und da muss man noch dazu sagen, wir haben jetzt dafür 1,80 bezahlt und nochmal extra, ich glaube, einen Euro für die Füllung da drin. Aber das ist halt völlig in Ordnung. Ich finde 2,80 für das Ding hier, da bin ich sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Ja. Na gut, ich mache auch mal rein jetzt hier. Okay, also ich habe jetzt auch mal hier in das Croissant reingebissen. Und was ich sagen muss, die Butternote finde ich sehr gut. Wir sehen das auch hier oben, dass es daran glänzt, dass hier gut Butter noch drauf ist. Und das ist eines der besten Croissants, die ich jemals gegessen habe, jetzt unabhängig von dieser Füllung. Weil du halt, wenn du hier mit deinen Zähnen rankommst, das so knusprig ist, du willst mit deinen Zähnen einfach da durch, aber es geht teilweise nicht, weil es einfach so knusprig ist. Und dann gehst du da, nimmst du ein bisschen mehr Kraft, ein bisschen mehr Anlauf, so blöd man das jetzt beschreiben will. Und dann kommst du da rein und das ist so cremig, so vom Teig her und auch von dieser Füllung. Also das ist schon sehr geil. Auch von der Füllung hier sieht man, dass da auf jeden Fall nicht gegeizt wurde. Da wurde auf jeden Fall eine ordentliche Ladung reingedrückt. Ich muss Pixar zustimmen, so richtig von den Pistazien schmeckt man hier nicht. Das ist einfach so eine nette Zuckerfüllung mehr oder weniger. Eine ganz, ganz, ganz feine Pistaziennote würde ich vielleicht dem Ganzen zuschreiben, aber die ist wirklich minimal. Deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken und wir probieren mal hier das andere Gebäck. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Struktur. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Muschel tatsächlich. Wenn man das hier mal aufricht, sind das hier so ganz, ganz feine Ringe aus Gebäck, also aus Teig. So ähnlich wie das beim Croissant ja auch der Fall ist, dass das halt so ganz feine Schichten sind, ist das jetzt hier genau das gleiche. Und innen drin ist halt diese Ricotta-Füllung. Und da werde ich jetzt einfach mal hier so ein Biss nehmen. Und das ist hier nochmal ein bisschen fester so vom Teig her. Das Crunch mehr, weil du halt diese einzelnen Schichten hast. Und die Füllung ist interessant. Die schmeckt sehr krass nach Weihnachten. Also du hast hier so eine Zitrusnote mit dabei, so eine Zimtnote. Ein bisschen Nelke, ein bisschen Anis. Ist interessant. Also ich finde es gut. Ich würde es aber nicht jeden Tag essen, aber so als Gebäck finde ich das schon sehr interessant. Könnte vielleicht noch ein bisschen warm sein, dann wäre es noch geiler. Ja, und jetzt nehmen wir noch hier einen Sip von unserem Kaffee.
Zuckerbombe, oder? Ne, würde ich gar nicht mal so sagen. Also der Kaffee ist recht stark. Ist ja auch ein Espresso, würde ich mal behaupten, hier drin. Aber so wirklich von Nutella schmeckt man da tatsächlich jetzt beim Kaffee nicht. Bisschen schwierig zu essen mit diesem Krokant hier an der Seite. Ja, ist ein netter Kaffee, aber hab ich jetzt nicht so wirklich. Wir haben uns jetzt hier einen Snack gezogen, und zwar eine Piadina. Das ist hier relativ typisch für Mailand. Das ist quasi hier so ein Teigfladen, der dann gefüllt ist mit diversesten Sachen. Wir waren jetzt hier in einem ja doch schon guten Laden, beziehungsweise vielleicht sogar den besten hier in ganz Mailand, und zwar heißt der Rucola. Es gibt ja auch eine Kette, so ähnlich wie das halt auch bei verschiedenen anderen Lokalen ist. Es gibt dann halt überall dieselben Sachen. Aber wir wollten jetzt extra was typisch Lokales halt haben, was jetzt nicht standardisiert ist für eine Kette. Und das sind hier zwei junge Kollegen, die dann quasi das hier alles frisch machen, wo man auch mit denen noch ein bisschen quatschen kann, was man halt gerne reinhaben möchte. Und dementsprechend ist das jetzt hier so ein bisschen die Empfehlung von den beiden gewesen. Wir haben hier in meinem quasi so ein bisschen rohen Schinken mit dabei, wir haben ein bisschen Rucola mit dabei, wir haben hier Käse, wir haben hier eine schöne Soße und hier auch noch ein paar Shrimps bzw. Garnelen mit dabei. Ich werde jetzt einfach mal hier den ersten Biss reinmachen. So, also ich habe jetzt hier mal abgebissen. Ich muss sagen, durch den Schinken ist das schön salzig, aber jetzt nicht zu salzig. Von dem Rucola schmecke ich nicht so viel, aber generell einfach die Soße ist geil. Die Shrimps ist eine wilde Kombination aus Shrimps und Schinken, aber es passt sehr gut zusammen. Ist halt typisch italienisch, schön gewürzt natürlich. Macht was her und ist auch gut warm und vor allem ging es relativ schnell und hat jetzt auch gar nicht so viel gekostet. Also ich glaube 7,50 € für so ein krasses Produkt hier. Handgemacht, schnell gemacht, von ordentlichen Jungs. Kann man sich auf jeden Fall mal reinschlucken. So, meine Damen und Herren, hier finden Sie es gerade auf der Aperol-Terrasse. Für mich als Aperol-Liebhaber ist das natürlich ein Muss. Auch wenn der Preis hier für so ein Aperol gar nicht mal so günstig ist, logischerweise. Aber wenn man Aperol trinken muss, und gerade mein Mailand ist dann natürlich hier, ist einfach so ein Must-Have und allein vom Ausblick her lohnt sich das ja schon mal herzukommen. Wir mussten auch gar nicht so lange warten, also vielleicht so eine Viertelstunde oder so, um ein Aperol zu trinken. Ja, der eine mag es, der eine nicht, der andere, der eine mag es, der andere nicht, aber für mich als, wie gesagt, Aperol-Liebhaber ist das natürlich die gute Nummer. Jetzt sind wir hier auf der Terrasse gelandet, sitzen so ein bisschen weit weg vom Abschuss hier. 19 Euro hat der Aperol gekostet, erstmal zu den harten Facts. Gucken, ob er auch so gut schmeckt. Ich hoffe natürlich, dass ich hier die perfekte Mischung finde, weil ich weiß immer zu Hause nicht so ganz, wie man hier am besten mischt, weil da gibt es immer so ein bisschen Variation, ne? Manchmal ein bisschen mehr Aperol, manchmal ein bisschen weniger. Deswegen, ich hoffe mal hier, dass ich das für mich hier den Gaumen erheitern kann und ich dann einfach mal hier weiß, wie das richtig ist. Aber zu den 19 Euro bekommt man hier noch eine Vorspeise dazu, gratis. Das finde ich schon mal ganz gut. Da relativiert sich der Preis zwar nicht so richtig, aber ne, es ist schon mal ein nices Mass und ein nices Ding hier. Da ist er, der Partiale Aperol. Schönes Ding. 19 Euro kostet ja Spaß. Geht tatsächlich. Wir waren jetzt mal, ich war vor zwei Tagen noch in Berlin, da habe ich für so ganz kleine Shots 12 Euro bezahlt. Dementsprechend, ja, aber trotzdem ist teuer. Egal. Wir schrauben uns jetzt mal hinter. Aperol ist es einfach. Ich finde, hier ist es eine gute Mischung aus Aperol, Prosecco und Wasser, was hier drin ist. Ich zu Hause mixe manchmal noch ein bisschen mehr Aperol rein, weil ich diesen bitteren Geschmack sehr mag. Hier ist es ein bisschen dunkler, aber trotzdem kommt jetzt das Prosecco und das Wasser jetzt nicht zu krass rüber, sondern man schmeckt immer noch den Aperol durch, was ja auch so sein muss. Also logischerweise wissen die Jungs und Mädels hier, wie es funktioniert. Aber ich glaube, ich bin trotzdem weiterhin Fan von noch mehr Aperol rein, damit es einfach noch mehr nach Aperol schmeckt, weil ich mag einfach diesen bitteren Geschmack. Wir befinden uns jetzt hier im Zug, wie man unschwer erkennen kann. Warum das? Für uns geht es jetzt tatsächlich weiter von Mailand jetzt runter nach Neapel. Weil dann geht es halt weiter mit unserer Reise von Neapel weiter nach Rom.
Deswegen gibt es hier kein Abendbrot tatsächlich, so im klassischen Sinne, sondern wir haben uns jetzt was hier to go mitgenommen. Also deswegen wird eigentlich ein reiner Snacktag, wenn ich das mal so betrachte. Und deswegen waren wir jetzt hier am Bahnhof tatsächlich einkaufen. Ich habe mir hier zwei Produkte geholt. Einmal eine Pizza, die einfach nur mit Tomatensauce ist, ein bisschen Olivenöl und ein paar Kräutern. Und dann noch ein kleines frittiertes Teigstück. Und ja, ich werde einfach mal hier das probieren. Der Teig auf jeden Fall schön luftig. Mal gucken. Das ist die erste Pizza jetzt in Italien, die wir hier probieren. Was die kann. Wie gesagt, jetzt einmal hier von irgendeinem Stand wie bei uns, zum Beispiel belegte Brötchen, das ist halt jetzt hier so eine Pizza. Also die Tomatensauce ist schön fruchtig. Und ich meine, wir sind in Italien, Pizza können die einfach auch gerne stempeln. Ist auf jeden Fall ein guter Start in die Pizzasaison hier und unsere Pizzareise. Bin gespannt, was da noch kommt. Ein bisschen knuspriger könnte sein. Aber hey, die wurde nochmal frisch aufgebacken, jetzt hier zusammengeklappt. Ja, wie gesagt, ist jetzt ganz unspektakulär, nur mit Tomatensauce, nicht mal Käse oder sowas irgendwie drauf. Dafür ist aber relativ cremig. Jetzt gibt es hier noch das Crocchetti. Die ist hier nochmal so drin verpackt. Das kam jetzt 1,50 und die Pizza kam 2,80 Euro. Also auch voll machbar. Brechen das mal auseinander. Drinnen befindet sich ein bisschen Schinken, ein bisschen Käse. Ansonsten ist es einfach hier eine Art Kartoffelteig. Das ist mein Highlight. Das ist gut. Also das schmeckt richtig nice. Das ist wie halt so eine typische Krokette, die man halt auch aus Deutschland kennt. Wo es halt in XXL-Form und halt gefüllt mit Schinken, bisschen Käse. Geiler Snack. Das war es jetzt aber auch schon von dieser sehr, sehr kurzen Tour hier durch den Mailand. Wir waren hier nur einen Tag. Jetzt geht es runter nach Neapel und da werden wir natürlich auch wieder verschiedenste Sachen testen. Wenn ihr interessiert seid an der U-Bahn in Mailand, dann guckt gerne mal bei meiner Reisebegleitung vorbei, dem Blitzsam, bei Bahnwelten, denn da gibt es bald ein Video über den U-Bahn-Verkehr, beziehungsweise wenn das Video kommt, vielleicht ist es dann schon online, wer das weiß. Wenn ja, dann verlinke ich euch oben. Ansonsten würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst nicht zu abonnieren, um die nächsten Videos dann nicht zu verpassen. Dann war es das hier von mir. Bis dahin. Vielen Dank fürs Einschalten. Ciao.